Einen wunderschönen 23. Dezember. Kurz vor Weihnachten, kurz bevor diese Feiertage starten, würde ich gerne an Sicherheitsschlüssel erinnern von YubiKey. Es gibt die in verschiedenen Formen, Farben und Versionen. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem, seinen richtigen Schlüssel zu finden, weil die alle unterschiedliche Funktionen haben. Alle haben andere Features und es gibt eine Vergleichsseite auf YubiKey für die YubiKeys, um die Bedürfnisse abzustecken. Die Schwierigkeit ist wirklich, seine Schlüssel zu finden. Mittlerweile mit NFC am iPhone und so weiter wird es ein bisschen leichter. Es gibt zwar eine Lightning-Version, aber ich glaube, so mit NFC und USB-C ist man am besten beraten. Also das ist so eins der populären Modelle, so sollte das sein. Ich probiere auch diese Bio-Editions aus mit Fingerprint. Wenn der geklaut wird, dann müsste man mir auch den Fingerabdruck klauen, um dann an den Schlüssel zu kommen. Es ist ein komplexes Thema, zugegeben. Also keine Frage. Und wahrscheinlich sollte man sehr früh ansetzen und erstmal zu diesen zweifachen Authentifizierungen raten. Wenn ihr das noch für viele Accounts nicht habt, jetzt ist die Zeit, es zu tun. Eigentlich war gestern die Zeit, aber also jetzt ist der beste nächste Zeitpunkt. Einfach über die Feiertage mal so die Liste durchgehen, welche Accounts können zweifach abgesichert werden. Und dann auf jeden Fall die SMS-Verifizierung rauswerfen und halt so Software-Codes verwenden. Und wenn man dann da Freude gefunden hat, wenn man da so richtig eingestiegen ist, dann sollte man oder dann kann man mit Hardware-Keys experimentieren. Es gibt schöne Vergleichsseiten beziehungsweise so Listen, Directories, 2fa.directories beispielsweise eine, da wird aufgelistet, welche Internet-Services diese Authentifizierung unterstützen und welche Arten und YubiKey hat selbst führt Listen, wo diese Schlüssel eingesetzt werden können. Aber das ist der zweite Schritt. Also diese Hardware-Schlüssel sind zu verwenden, wenn man erstmal begeistert ist von den Software-Zweifach-Codes, die man hoffentlich für alle seine Accounts verwendet. Das ist meine Empfehlung, ein Plädoyer für mehr Sicherheit an diesem 23. Dezember. Morgen ein letztes Mal an dieser Stelle, gleicher Ort, gleiche Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen.